Und ein herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Harvest Moon Magic Melody. Mein Name ist Kissy und wir starten direkt los, weil wir müssen uns noch ein bisschen sputen. Ich will wach bleiben, bitte. Denn einerseits, morgen ist das Blumenfest. Gott sei Dank. Morgen ist Sonnenschein. Was für eine Überraschung. Wir nehmen vorsichtshalber eine Blume mit. Und erfahrungsweise auch ein Hammer. Leicht erklärt warum. Wir müssen nämlich noch ein paar Marble-Vereine auf den Kopf geben. Gut. Als allererstes kümmern wir uns darum, die Blume abzugeben, denn wir brauchen morgen unbedingt die Note. 6 bis 18 Uhr. Blume, ist egal welche, ist erledigt. Gut, morgen findet es statt. Streich 1 erledigt. Wir kümmern uns um die Tiere. Kümmern uns um unsere Blumen oben, beziehungsweise um das Gemüse. Gemüse. Jo. Die sind zwar noch nicht gewachsen, aber ist alles okay. Jo, gute Eierspitzen, ein Spitzenei. Ist auch super. Güteklasse B, Güteklasse A. Ist okay. Meinen Hühnern geht's auch alle perfekto mundo. Wenn ich jetzt wahrscheinlich kurz in die Zuneigung schauen würde. Boah, ja, soweit. Sieht's ganz gut aus. Nur nicht gemaxt. Das können wir aber von diesem Spielstand noch nicht verlangen, dass alles gemixt ist. Wir haben fast das Help-Spiel durch. Victor hat direkt schon gegessen. Du kommst wieder rein. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht ein geheimer Timer abläuft, der dann bestimmt, wie lange die draußen sein müssen, um garantiert ein Spitzenei daraus zu generieren. Keine Ahnung. Aber egal. Und ein Huhn tut uns hier nicht behindern, während wir hier die ganzen Eier verkaufen. BZB Mayonnaise. Ich glaube, Jamie kann nur bis maximal Güteklasse gut verkaufen. Ich denke nicht, dass sie Spitzeneier oder Spitzenprodukte überhaupt zubereiten kann. Daher gehe ich davon aus, dass wir nur mit Spitzenprodukten sie schlagen können. Und es auch relativ wenig bringt, wenn wir entsprechend irgendwelche Sachen kaufen und dann wieder verkaufen. Hallo ihr. Andre, Tommy, Rosi, Andy. Da wir uns heute ein bisschen sputen wollen, bekommen wir alle schnell Futter. Eure tägliche Massage und Kur. Und dann hat sich das.
Man meint, es dauert entsprechend lange, bis wir entsprechend die Tiere durch haben. Wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum ich ursprünglich nicht so rasend schnell den zweiten Stall machen wollte, beziehungsweise den großen Stall machen wollte. Weil es tut mich entsprechend auch hier ein bisschen ausbremsen, bis wir ja alles durch haben. Na klar, umso mehr Tiere, umso mehr Geld bekommen wir dadurch. An den Stellen läuft die Zeit auch nicht weiter. Oh, Hitbox wurde nicht ganz erwischt. Aber okay. Aber eine andere Zeit läuft weiter. Die Zeit von diesem Video. Und so wie es wahrscheinlich dann aussehen wird, wird es wahrscheinlich zukünftig ein Tag pro Folge dann sein. Weil sonst die Videos zu lang werden. Also das, was ich gerade versuche, 2 Tage in eine Folge zu packen, würde zukünftig nicht mehr gehen. Wobei wir ja eigentlich schon die maximale Anzahl an Tieren haben. Und allein schon 6 Minuten dafür draufgehen, die Tiere zu versorgen. Hi. Tja, Angeln ist schon schön. So, hier drüben haben wir gleich wieder eine kleine Frucht. So. Wenigstens das Gießen können wir ein bisschen abgießen. Das Gießen können wir ein bisschen abkürzen. Durch die 2. Stufe. Und demnächst mit 3. oder 4. Stufe. Ich habe nicht genug aufgeladen. In Hoffnung, dass wir demnächst nicht so viel Energie mehr dafür verbrauchen. Aber selbst das Gießen oder das Ernten allein schon kostet ja Energie. Die ist noch nicht reif. Nein. Gut. Tag hier. Einfach mal mit den Leuten noch mal ein bisschen sprechen, dann bekommen wir auch ein bisschen mehr Beliebtheit bei denen. So. Da haben wir jemanden, der ist satt. Natürlich können wir auch Tage skippen, indem wir einfach Futter bereitlegen für die Tiere. Aber das sollte eigentlich nur die letzte Möglichkeit sein, wenn entsprechend wieder Schneesturm oder Großsturm draußen ist. Auf kurioser Weise hat Jamie da leichtere Spiel. Oder Jamie ist einfach verrückt. Können wir darauf abstempeln, dass Jamie einfach verrückt ist? Dankeschön. Ja gut, egal. Gut, können wir hier irgendwas Neues schon kaufen? Woody! Haben wir noch Grundstücke? Nein. Können wir was ausbauen? Ja.
kostet zu viel. Okay, dann halt nicht. Ich gehe ja schon. Ja, ich weiß, wir wollten eigentlich noch eine Windmühle machen. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Holz hinter der Hütte. Spatz. Gut. Jetzt habe ich aber auch davon geredet, dass wir jetzt so viel Zeit ersparen müssen. Jetzt dümpeln wir dennoch hier herum. Autsch. Hauptsache mich nochmal auf die Fresse legen. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen einfach den nächsten Tag. Ja. Ab in den nächsten Tag. Den Rest tun wir skippen. Damit wir noch was Gescheites in dieser Folge passiert. Festival. ...1520 haben wir bekommen. Gut, heute ist Blumenfest. Morgen Sonne. Wir werden alles ablegen, was wir jetzt nicht brauchen. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir schon. Gut. Tiere. Feld, Festival, Erntegöttin. Das ist das, was wir jetzt noch geplant haben. Das hier nicht included. Ihr habt alle gute Eier. Vielleicht hängt es wirklich davon ab, wie lange die draußen sind. Naja. Werden wir noch rausfinden. Punkt ist, wir können ja nicht jedes Huhn zugleich satt rausbringen. Das heißt, die werden immer einen kleinen Delay haben. Wenn wir aber die richtige Reihenfolge, die Leute, die dann wieder reinbringen, dürfte sich das eigentlich ausgleichen. Aber ich glaube, das bringt 0, nichts. Es bringt was, dass wir die draußen grasen lassen, mehr aber auch wahrscheinlich nicht. So viel Spielmechanik können die nicht in dieses Spiel reingebracht haben zu dieser Zeit. Wenn ich mich richtig entsinne, ist die Spielmechanik, glaube ich, von 2005. Mit anderen Worten, das Spiel ist schon 18 Jahre alt. Ach du Scheiße. Das Spiel ist schon erwachsen. Zumindest in Deutschland. Das Spiel könnte theoretisch schon einen Führerschein machen. Okay. Schluss mit diesen Witzen. Wolle. Noch mehr Wolle. Lohnt sich sogar fast.
Dreimal Wallop haben wir aber leider noch. Das heißt, frühestens am 30. oder am 31. könnten wir dann entsprechend die Note bekommen. Deswegen macht das relativ wenig Sinn. Es sei denn, zuvor wird Rosi noch erwachsen. Ich würde mal sagen, Scheren übernehmen wir dann am nächsten Tag. Normale Milch. Nehme ich mit. Eichhörnchen. Ente. Und wir haben Ernte. Erntetag. Kommt aber auch ein bisschen zugute. Oh, voll. Gut, wenn wir jetzt kurz nach Hause laufen, könnten wir theoretisch auch das Scherzeug mitnehmen. Na komm. Das ganze andere Zeug können wir dort auch noch schnell ablegen. Sogar. Boah. Wir haben keine Pilze übrig. Na gut. Dann heben wir uns die Milch mal auf. Fällt mir ein. Könnte man demnächst noch was anderes machen, aber das tun wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge. Erstmal müssen wir den Kohl noch ernten. Wobei, jetzt haben wir dafür noch den gesamten nächsten Tag noch Zeit. Oder den gesamten Abend noch Zeit.
Wir müssen gleich eigentlich rüber. Zum Fest. So. Es fehlen nur noch zwei. Fehlt nur noch eins. Kurz gießen. Ansonsten tue ich die auch einfach morgen ernten. Weil dann ist da hinten auch noch reif. Und gehen zuerst zum Event. Spatz! Kommt's auch noch. So, dann wollen wir mal. Jetzt aber. Das freut mich. Das Fest der Erntegöttin ist jetzt nun eine Blumenschau. Hattest du gerade was von Erntegöttin gesagt? Laila. Laden öffnen. Na, darauf spekuliere ich hier. Ja, ich hab einen Hof. Hi. Das freut mich. Gut. Hier hinten haben wir ganz einsam Jamie. Ja, das sagst du leider was Wahres. Hi. Blumenduft extrahieren, okay. Kurs. Hallo. Und Body. Ach, Spielverderber. Hier da. Und da haben wir sie.
Würde mal sagen, wir tun mal heute ein bisschen extra Überlänge machen. Frühlingsduft. Die Note des Frühlingsdufts. Endlich haben wir sie. 18 Uhr. Ab die Post. Nach oben. Autsch. Heute extra Überlänge. Besonders, weil wir entsprechend jetzt noch eine schnelle Sachen erledigen werden. Denn darauf habe ich doch die letzten Folgen die ganze Zeit hingespielt. Und sie erwacht. Sorry, ich wollte nicht dazwischen sprechen, deswegen. Einfach nur wunderschön. Und
Und damit haben wir eigentlich den Hauptquest erfüllt. Jedoch haben wir eigentlich das gesamte Spiel noch nicht durch. Naja, ich hatte an dem Tag sowieso nichts Besseres noch vor. Oh nee, ich hab die Hühner noch draußen. Ich hab die Hühner noch draußen! Nein! Und ich hab doch... Oh Gott, ich muss doch was abernten. Ich hab doch so viel Arbeit zu tun, das Spiel kann noch nicht vorbei sein. Ist es ja auch nicht. Nur nach 50 Noten kommt halt entsprechend schon ein Teil des Abspanns. Ach ja. Kann ich auch gerade noch mal kurz einen Schluck aus der Kaffeepulle nehmen. Ach ja. Und falls ihr was wissen wollt, nein, ich habe das bisher noch nicht so gesehen. Bisher hatte ich noch nicht so viele Noten gesammelt gehabt, dass ich das soweit freigespielt hatte, glaube ich. Oh nee. Was machen denn auf meine ganzen Tiere auf einmal da? Wer hat denn meine Tiere freigelassen? Meine Kühe tun noch das Blumenfest vernichten. Ah nee, warte, das Blumenfest ist schon vorbei. Na dann, guten Appetit. Ach ja. Ich finde es ein wunderschönes Spiel. Besonders wenn man dann eigentlich nicht unter Zeitdruck ist, kann man auch bestimmt... Oh Gott, oh Gott. Jamies Hut! Was ich aber eigentlich sagen wollte, eigentlich ist ein schönes Spiel und ich möchte eigentlich mal wissen, wie es ganz am Ende aussieht. Deswegen bleibt unbedingt dran und schaut euch das Let's Play bis zum Ende an. Jetzt kommt zwar nur noch das Late Game, aber es lohnt sich garantiert noch. Wir haben noch nicht alles fertig ausgebaut. Wir haben noch nicht alles komplett fertig. Wir haben noch nicht Jamie beruhigt, beziehungsweise die ist noch nicht und sie drauf. Die Hunde verstehen sich aber, oder? Der Hund sieht einfach nur böse aus. Ach ja.
Ah, gehen wir jetzt nochmal zum Delfin? Ach, schön. Ich hatte eigentlich mit dem Dialog mit der Erntegöttin gerechnet und nicht direkt beim Abspann. Na, na, na. Es geht noch weiter. Noch nicht wegklicken. Oder wegschalten. Kommen wir jetzt da raus, wo wir jetzt... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Eine sanfte Prise erstreichelte meine Wangen und trug warme Noten in meine Ohren. Tut mir leid, dass ihr um mich besorgt wart. Ich danke dir. Mir geht's wieder gut. Ich und die Leute, die hier leben, werden nie vergessen, was wichtig ist. Jamie, ich hab dir Sorgen gemacht, nicht wahr? Ach, ist der oder die auch endlich mal da? Ich konnte nichts tun. Ach, Jamie! Na klar, ist er deprimiert jetzt. Sicher wird Jamie es eines Tages auch verstehen. Deshalb sollten wir weiter Noten sammeln. Hä? Natürlich geht's noch weiter. Was sagt ihr dir denn? Kannst du mir gerade noch mal kurz ein bisschen Energie geben? Dankeschön. Energie wieder voll. Perfekt. So. Da ich ja im Abspann schon einiges gesehen habe, kann ich auch einiges mitnehmen. Und das werde ich auch. Es heißt ja immer noch Harvest Moon. Also werden wir auch alles abharvesten. So. Bringen wir gerade noch die Hühner rein. Hallo Hase. Hoffentlich bekomme ich demnächst endlich mal die Note für die Wildtiere. Ah, nee. Die bleibt mal liegen. Heute gibt's extra Überlänge. Extra mega lange Überlänge. So.
Und natürlich hätte ich das alles auch im nächsten Pack machen können. Aber dann müsstet ihr ja 2 Tage warten. Ja gut, das hätten wir auch noch ertragen können. Würden die Wolken einmal pro Woche kommen, das wäre noch schlimmer. So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein paar andere Sachen einbringen können. Ich will es heute wissen. Nachdem wir ja schon Jamie geschlagen haben. Mit den Noten sammeln, möchte ich jetzt auch Jamie mit den Rekorden brechen. Die Korallen helfen auch gut dabei. Ne, ich muss weiter rüber. Und ja, ich nehme es in Kauf, dass wir gerade morgen die Kondition einbüßen. Ach, hallo Hase, bist du jetzt hier unten? Mal kurz den Kochlöffel schwingen. Die Folge ist doch sowieso schon lang genug, deswegen kommt es auf die eine Minute länger nicht mehr an. Gut. Und ob das alles jetzt was gebracht hat. Ob wir jetzt wirklich es geschafft haben, Jamie zu schlagen mit allen Rekorden. Und ob das hier noch zählt. Das sehen wir alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao mit wow. Wenn ihr noch weiter Folgen sehen möchtet, schaut gerne mal immer wieder dabei. Ich werde weiterhin aufnehmen, hochladen und veröffentlichen. Bis dahin, ciao, mein Wow und gute Nacht.